Moinsen und hallo zu einer neuen Folge Aquatico auf der WMLP. Ja, wir haben immer noch so ein paar rote Zeichen da oben. Die müssen wir jetzt mal so langsam mal beheben da, diese Problemchen da. Ungenügend Diversität haben wir schon wieder. Wir haben aber mehr als zwei Luxusgüter aktuell auf Lager. Okay. Der Haiangriffsbericht. Null Opfer. Null Schäden. Batterien bekommen wir jetzt auch wieder. Ja, ja, wir haben ja neue Batteriefabriken gebraucht. Ja, wir brauchen... Ja, das U-Boot ist angekommen. Aber wir brauchen mehr Luxusgüter anscheinend hier. Immer noch... Da haben wir die Batteriefabrik gebaut, ne? Fabriken. Eine ganze Reihe davon. Das füllt sich zack, zack, das Lager hier. Da haben wir noch was zum Savagen. Überreste einer alten Kolonie. Zu zerstört, um es zu reparieren. Also schauen wir, was wir verwerten können. Und dann gehen wir mal zum U-Boot. Das ist angekommen. Haben wir ja richtig viel da dabei. 11 Gold, 156 Eisen, 58 Plastik, 111 Stein. Vorräte aufstocken, tun wir wieder. Und dann... Schickt man sie mal zum... Also der versunkene Tempel ist halt ziemlich weit weg. Zum Süßwasserbiom schickt man sie jetzt einfach mal. So. Wir brauchen immer noch so viel Batterien. Wir müssen mal durchgehen, ob wir noch irgendwas optimieren können. Was Batterien braucht. Das mal ein bisschen erweitert. Der Einschlag hat echt alles hier verwüstet. Okay, sagt der Kollege da unten. Damit haben wir das mal aufgewertet, aber wir haben jetzt nicht irgendwie was zum Einsparen gefunden. Ne? Wir produzieren immer noch 362 und 274 und verkaufen 362 Drohnenbatterien. Wir brauchen dazu Elektrizität, Plastik und Geld. Ja. Achso, Drohnenfabrik. Warte mal. Ich habe da drüben keine Drohnenfabrik gebaut. Batteriefabriken sind es ja, die wir brauchen. Keine Drohnenfabriken. Genau. Die brauchen auch Plastik und Strom. Wir produzieren zu wenig Plastik.
Können wir da irgendwas machen? Ja, wir haben 186 Drohnen im Einsatz. So, jetzt machen wir mal die Forschung an wieder. Aktivieren wir die Forschung. Na, dann machen wir halt das Gewächshaus. Hä? Ja, ich muss hier noch die... Marktsteuer. Machen wir die Marktsteuer, ist doch gut. Wir haben ja jetzt einen Markt. Gucken wir mal, wo der jetzt ist. Da ist er. Und er läuft. Und dann können wir hier, weil wir hier ja diesen Dings dann haben. Achso, ja, gesegneter Handel geht ja noch nicht. Das geht noch nicht. Ich mal wieder falsch drück. So. Das U-Boot wartet. Ein Piraten-U-Boot nähert sich unserer Position. Sie sind bereit zum Angriff. Wir benötigen sofort Befehle. Oh Mann. Falscher Befehl. Ah, wir fahren noch, immerhin. Oh, wir fahren noch. Diese Piraten hier. Ey, ey, ey. Immer wieder Piraten. Piraten zum Raten. Ich bin so froh, dass sie uns gefunden haben. An der Oberfläche wären wir gestorben. Ja. Haben wir schon einiges gemacht, ja. Und wieder fehlen die Batterien.
jetzt hat. Habe ich gerade gewundert, wieso bloß eine da angeschlossen ist. So, da haben wir da wieder eine Fabrik, eine weitere Batteriefabrik. Was wir an Batterien brauchen, ist ja Wahnsinn, ne? Na, mal ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Fast Food erinnert mich so sehr an die guten alten Zeiten. Das Boot ist angekommen. Und wir bekommen sehr ungewöhnliche Lesungen unserer Geräte auf dem Meeresboden. Es scheint, als ob das Wasser dort Süßwasser zu sein scheint und die Umgebung passt sich dem an. Die Region weist einige unterirdische Süßwasserquellen auf. Unerwartete Druckveränderungen haben unsere Flotte beschädigt. Schon wieder ein Crewmitglied weniger und Batterie minus 15. Die haben einen Verschleiß da. Meereskobras. Ja, dann mal Schlangen mal begutachten da. So. Man kann nie genug Plastik haben. Das stimmt allerdings. Hier in Aquatico sowieso. Produktion. Forschung abgeschlossen. Dann brauchen wir den Spezialistenzuschlag. Ja, Mensch. Bier haben wir noch. Ich kaufe halt jetzt einfach mal wieder, ne? Apfelwein oder so. So, der Einschlag hat echt alles hier verwüstet. Naja, aber hier haben wir schon wieder aufgebaut hier, ne? Ist ja alles gut. Jetzt haben wir auch einen Handelsauftrag abgeschlossen. Forschung abgeschlossen, ist auch schon wieder. Jo, dann machen wir jetzt doch mal die Gewächshäuser. Gewächshaus 2. Das sind die, aber bis jetzt hier nur, also hier, Weizen und Kartoffeln anbauen konnten.
Da kommen jetzt andere Sachen dazu. Ich hoffe, wir kriegen Gewürz dazu zum Anbauen. Das wäre cool. Oh, super, auf zum Gasthaus irgendwann mal. Wieso irgendwann? Irgendwann mal heißt es aber nicht. Das heißt hier, das ist der Markt. Warum das Gasthaus? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Das ist hier. Das nennt sich Pub. Oh, ach ja, im Gasthaus wird Bier produziert? Ja, also ich, ja, okay. Ist doch mal eine Gasthausbrauerei, besser gesagt. Dann machen wir gleich ein bisschen mehr. Jawohl. Und das U-Boot ist wieder angekommen. Und ich denke, ich muss Bier immer importieren. Nein, es wird sogar produziert hier. Das ist wunderbar. Eine Art der Königskobra hat es geschafft, Kiemen zu entwickeln und hat sich hier angesiedelt. Auch wenn sie höchst giftig und aggressiv sind, sind sie für unsere Biologen höchst interessant. Gegenteilig dazu hat unsere Bevölkerung größte Angst vor ihnen. Eine Expedition könnte mehr enthüllen. Na dann. Zusätzlich zu unserer Forschung haben wir dort eine illegale Schlangenhautfabrik vorgefunden. Teile davon wurden kommerziell verwertet. 735 Credits. Okay. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir hier ein SOS-Signal. Wir werden mal wieder aufstocken hier. Und dann das Schiff hinschicken. Wir haben ein SOS-Signal aus einer weit entfernten Region ohne besondere Qualitäten erhalten. Unsere Drohnen konnten noch keinen tiefergehenden Bericht senden. Expedition losschicken, jawohl. Das machen wir mal. Die Schule könnten wir auch mal optimieren. Haben wir auch noch nicht optimiert hier. Und erweitert. Ne? Kann hoch. Ne, der Juwelier, den kann man auch optimieren und erweitern. Der stellt zum Beispiel Schmuck her. Mein Gott, ich könnte diese ganze Problematiken hier direkt hier selber lösen hier. Jetzt geht's wieder los mit den Basisgütern, hä? Brauchen wir wieder ein Möbelhaus. Was wollte ich? Ah, ich wollte so ein Dings aufmachen, ne? So ein. Ja. Mal voll daneben gelangt. So. Oh, machen wir da hin.
Ja, und das war's auch schon wieder für Aquatico. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch nach oben da, den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal hier unter Wasser. Ciao, ciao.